Und damit willkommen zur heutigen zweiten Folge von Let's Play Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ja, wie schon gestern noch gesagt, weil ich habe das heute früh hochgeladen, aber gestern gespielt. Heute mehr Parts, weil mein Vater den Termin verschoben hat. Ich treffe ihn jetzt heute Abend. Das war jetzt ursprünglich, sollte ich ihn jetzt am Tag treffen, dann habe ich gestern gemeint, es wäre am Sonntag und jetzt ist es heute Abend. Naja, egal, wir werden auf jeden Fall noch einen Krieg im Norden Part und einen Betrayer Part heute haben. Beim letzten Mal haben wir Spuren der Waldläufer gefunden, nämlich ein zerbrochenes Schwert, sind in ein Grab gefolgt. Das Grab von Armon Gotthard hieß das, glaube ich, wo extrem viele Untote waren und auch zwei Grabunholde haben wir besiegt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir endlich die vermissten Waldläufer finden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die immer noch irgendwo sind. Der gestrige Part, also der Part für heute, den ich gestern Abend gemacht habe, lief super. Ja, Armon Gotthard. Lief super ohne Lags. Ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Genau hier haben wir gespeichert beim letzten Mal. Der jetzige Part geht nur 20 Minuten, weil der andere ja verlängert wurde. Ich will erstmal alles hier zerstören, bevor ich da zum Verkaufsstand gehe. Wir brauchen ganz dringend Heilmittel. Wir haben nämlich nur noch 4 Stück. Bei der Sahne verbrauchen wir ja nichts mehr, deswegen gehen wir jetzt noch nicht zurück. Flüssige Gegenstände erstmal loswerden. Nochmal. So. Ein Kraftspindesmittel auch, da haben wir 10 Stück, das reicht. Wir brauchen ganz dringend Heilmittel, davon haben wir nämlich nur noch 4. Haben wir hier irgendwas Verkaufsbares? Oh ja, haben wir. Waffen. Und die Stiefel. Schlechter und dann ist das Schiff auch weg. Gut, erstmal ganz wichtig Heilmittel. Oh, hier sind gar nicht so viele. Okay, dann kehren wir doch zu Sahnfurt zurück, weil ich glaube nämlich, dass jetzt bald ein Endgegnerkampf kommt, weil wir schon eine Weile die Waldläufer suchen und ich will für den Endgegnerkampf gerüstet sein. Jetzt haben wir 7 Heilmittel, wir brauchen also 3 Stück noch. Waffenreparatur ist ja auch nicht unpraktisch. Hallo, was gibt's? Muss deine Ausrüstung repariert werden? Jo. So, zumindest schon mal alles repariert. Dann schauen wir noch mal wegen Heilmitteln. Nein, nicht verkaufen. Kaufen. Ja, hier sind genug. Wir hatten 7, glaube ich, also 8. 9, 10. Gut, und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch nochmal nach Rüstungsteilen gucken. Helm gibt es schon mal nichts. Schulterpanzer gibt es, den Dunedain Schulterpanzer, den nehmen wir mal mit. Dann bei Rüstung haben wir den Dunedain Brustschutz als besten. Weil die beiden zu teuer sind. Ich schau mal weiter. Hier ist nichts. Großer Bogen. Die Armbrust ist schwächer. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier werde du nicht deinen Beinschutz.
Und hier werden die Stiefel des Schwurbewahrers. Also wir hätten den Dunedain Beinschutz, wir hätten die Stiefel oder wir hätten die Rüstung. Ich werde jetzt die Rüstung nehmen. Vielleicht können wir uns hier noch was holen dann. So, wir haben eine Rüstung. Was haben wir jetzt? Ich muss noch mal kurz gucken, tut mir leid. Wir haben Rüstung und Schulterschutz, genau. Rüstung und Schulterschutz brauchen wir nicht mehr gucken. Der sieht cool aus, aber den kann leider nur die Lehrmeisterin benutzen, der wäre auch schwächer. Die Sachen sind zu teuer jetzt. Und die auch. Gut, wir können uns also nichts mehr leisten. Dann rüsten wir nur die neuen Sachen aus. Das sind einmal der Schulterschutz und zum zweiten die Rüstung. So. Jetzt haben wir alles ausgerüstet, oder? Genau. Genug Heilmittel haben wir auch, das heißt, wir kehren zurück zu den Hügelgräberhöhen. Immerhin eine neue Rüstung und einen neuen Schulterpanzer. Kann ja nie verkehrt sein, wissen wir ja. Beim letzten Mal haben wir uns ja eine neue Zweihandwaffe und eine neue Armbrust geholt, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt können wir hier die Sachen nochmal kaputt machen. Nochmal ein bisschen sammeln hier. Den Mikroschutzkopf hat sein wir zum Beispiel vorher nicht bekommen. Ist der besser? Nö, ist er nicht. Gut, dann ist der verkaufswert. Dafür müssen wir aber jetzt nicht extra zurück, den verkaufen wir so. Genauso wie das kraftspendende Mittel, das wir nicht brauchen, weil wir schon 10 haben. Und dann gehen wir weiter durch dieses Felsentor, würde ich sagen. Ja, so eine Art Felsentor. Ich will endlich aus diesen Gräbern raus. Die Gräber schlagen mir langsam aufs Gemüt, ehrlich gesagt. Ich finde es zwar witzig, Untote zu töten, aber so langsam schlägt es mir aufs Gemüt und da vorne liegt jemand. Er sieht wie ein Waldläufer aus. Zu dem gehen wir gleich, aber zuerst mal zerstören wir alles. Findet Killer ran. Komm schon, Louis! Zeit aufzuwachen! Wach auf! Ah ne, Luin ist das. Keine Macht kann gegen diese Krankheit bestehen. Was nützen Schwerter im Angesicht dieser Seuche? Was im Namen Eradan? Das ist Luin. Das ist einer der vermissten Waldläufer. Ja, ich bin es, mein Freund. Ich habe geträumt. Aber wo ist der zweite Waldläufer? Du erwähntest eine Seuche. Was war das mit einer Seuche? Ich weiß nicht. Es war, als wäre ich jemand anders gewesen. Ich erinnere mich an eine Seuche und Verzweiflung. Die große Seuche. Vor etwa 300 Jahren vernichtete sie die Dunedain in dieser Gegend. Du teiltest die Träume derer, für die dieses Grab gebaut wurde. Naja, überlassen wir diese Träume den Toten. Ich kann darauf verzichten. Ja, kann ich verstehen, dass er auf solche Träume verzichten kann. Geht es dir gut? Du hattest wirklich eine schwere Zeit. Glaubst du kannst laufen? Aber wenn ich lebendig in dieses Grab gebracht wurde, dann vielleicht auch Killeran. Wir müssen ihn finden. Genau, das ist unser Plan.
Was ist unser Plan? Bist du stark genug, dich uns anzuschließen? Ja, ich glaube, ich kann mit euch mithalten. Dies ist kein Ort zum Reden. Gehen wir. Okay, damit haben wir schon mal einen der Waldläufer gefunden. Den Luin. Aber Kilaran wird noch vermisst und er lag auf so einer Art Steinplatte. Oh, ich habe da kein gutes Gefühl mit der Sache. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Der Musikwechsel behagt mir auch nicht sonderlich gerade. Truhe öffnen? Wo? Wo ist eine Truhe? Ich sehe keine Truhe. Ah, da ist eine Truhe, die hätte ich jetzt nicht übersehen. Ein Speicherpunkt. Und der Musikwechsel behagt mir nicht. Ich weiß, ich habe mich gerade wieder wiederholt. Da vorne ist Luin. Wir gehen gleich zu ihm, aber zuerst zerstören wir hier alles. Ein bisschen Grabräuber spielen, so wie in den letzten Folgen auch. Und natürlich Untote, das war ja klar. Wir stehen dir zur Seite, Luin. Wolltest du mich treffen, Arschgesicht? Ja, Freunde, ihr könntet auch mal mithelfen. So, alles tot. Ich heile mich kurz. Gut, wir sind geheilt. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Ein Level Up haben wir bekommen. Aber darum können wir uns gerade nicht kümmern. Clipping-Fehler FTW stand gerade an der Wand. In den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Ja, Heilung ist gut. Kümmert euch mal um die Unholde weiterhin und ich. Da sieht man ihn noch zucken in der Wand. Hals noch nicht ganz fertig. So, jetzt ist es. Dürfen meine Gefährten mal auch ein bisschen fighten hier. Ja, sieht gut aus. Alle tot. Sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt mal das Level ab. Ja, wir haben bei Geschick, Ausdauer und Stärke 19, bei wieder 18, es wird auf 19 erhöht. Und dann machen wir noch Stärke und Geschick auf 20. So. Und hier skippen wir den nächsten Punkt in die Entschlossenheit. Dann sind wir mit dem hier fertig, weil das beides braucht Schilde, die wir eh nicht benutzen. Das bedeutet, als nächstes geht es entweder zum Rundschlag oder zum vernichtenden Schlag. Schauen wir mal, der Rundschlag. Drücke 2, um nach mehreren Feinden in einem weiten Bereich zu schlagen. Oder drücke 3, um ein einzelnes Angriffsziel mit hohem Schaden zu schlagen. Nehmen wir den Rundschlag erstmal, das nächste Mal. Nehmen wir das nächste Mal den Rundschlag, der ist, ich denke mal, so ein Massenflächenschaden ist besser. Weil wir als Zwerg teilen ja sowieso viel Einzelschaden aus, deswegen... Na, jetzt haben wir nur noch 6 Minuten, ich muss mich langsam mal schmuten. Und ein Video.
Mit Killeran. Es ist Killeran! Was ist das denn? Was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist ein riesiger Grabunhold. Grabunhold-Hauptmann, besiegen. Das kann ich nicht. Falkläufer, hört mir zu. Der Grabunhold kontrolliert ihn. Verteidigt euch. Ihr müsst ihn niederstrecken. Na toll, Killeran wird von dem Grabunhold kontrolliert. Der Mann, den ihr kanntet, ist tot. Dies ist nur ein böser Trick. Verteidigt euch. Ja, witzig. Du merkst schon, Kleene, dass der ganz viele kleine Freunde mitgebracht hat, ne? So hier und so. Kann man den vielleicht im Fernkampf angreifen? Ah, er kommt rüber. Und dann kann man ihm schaden. Schlachtruf aktivieren. Aber Killeran, es tut mir leid, dass ich dich jetzt töten muss. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Ja, gib mir Heilung, das ist gut, danke. Heilung können wir gerade brauchen. Das gab schon eine Mittel, nehme ich mal, dann haben wir eh genug. Aua. Oh Scheiße, eine Druckwelle. Dann gehe ich jetzt mal ganz hinter, bevor mich die Druckwelle vernichtet. Die trifft mich ja selbst ganz hinten. Oh, das ist nicht gut. Jetzt kommen wieder Grabunholde, wieder Tote. Ah, so läuft also der Kampf. Er macht die Welle. Dann kommen die Unholde, die man töten muss. Wir brauchen ein Heilmittel. Und dann kommt er rüber und man kann ihm schaden. Und dann geht alles wieder von vorne los, ja. Gut, wenn wir wissen, wie der Kampf schon mal funktioniert. So, Killeran, bewege dich rüber, damit ich dich töten kann. Ich töte ihn ja nicht gerne, aber wir müssen das tun. Okay, jetzt geht er wieder rüber. Das heißt, wir verpissen uns nach hinten, dass uns die Druckwelle nicht trifft. Oder beziehungsweise nur trifft, aber nur umwirft. Ja, umwerfen tut sie uns immer. Ein Heilmittel brauchen wir. Aber das können wir gar nicht verhindern, selbst wenn wir ganz hinten stehen, wie ich gerade sehe. Ist ja ätzend. Auch ein Heilmittel. Gut, dass wir so viele Heilmittel gekauft haben. Sonst wären wir jetzt echt am Arsch. Aber der Schlachtruf lohnt sich gerade sehr. Warum dürfen eigentlich gerade ich und Luin und Leinunterhalter spielen und die beiden Gefährten schießen wieder nur aus dem Hinterhalt? Das ist doch blödsinnig. Okay, er kommt rüber. Na dann. Komm her, wenn du dich traust. Schlachtruf aktivieren. Er ist bald tot, er hat nicht mehr so viel Life. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Killeran ist tot. Es tut mir leid, aber wir mussten ihn killen. Wir nehmen noch ein Heilmittel. Und ein kraftspendendes Mittel. Ich denke mal, damit sind die Hügelkrabbeln beendet. Ja, der große Grabunhold ist verschwunden. Ich denke mal, dass damit die Hügelgräberhöhen beendet sind. Nehme ich mal an, weil wir haben die Waldläufer gefunden. Zumindest einen von ihnen. Und bevor ich jetzt mit ihm rede, plündere ich hier nochmal alles. Ah, jetzt ist es 9 nach. Dann wird eine verkürzte Folge, aber bis zum nächsten Speicherpunkt spielen wir natürlich noch. Geht ja nicht anders. Das heißt, wir nehmen jetzt hier alles mit, dann reden wir mit Luin. Ja, scheiße, der
musste jetzt gerade seinen Freund töten, aber es ging ja nicht anders. Der war wie besessen. Also ich werde es mal wieder überziehen. Tut mir leid, Freunde, aber ihr seht ja selber, die Sprecherstände sind manchmal ein bisschen blöd gesetzt. Obwohl ich jetzt den Kampf gegen den Grabunhold gar nicht so... Obwohl, ja, er war jetzt nicht so schwer. Er brauchte zwar eine Menge Heilmittel, aber... Er war jetzt nicht so schwer. Gut, das war Tarzok bei Faunost auch nicht. Jedenfalls nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Wer sich noch erinnert, ist ja noch nicht so lange her. So, haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. Bis auf die Sachen da drüben, aber da müssen wir wegen Luin eh hin. Wie geht's dir, mein Freund? Es tut mir leid, was deinem Gefährten passiert ist. Wirst du wieder zu Kräften kommen? Erst schwarze Reiter, jetzt Grabunholde. Das ist mehr, als ein Mensch gegen sich haben sollte. Aber wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Habt Dank für eure Anteilnahme, aber ich komme zurecht. Ich schulde es den Gefallenen, mit all meiner Kraft weiterzumachen. Er nimmt's also ganz gut auf. Ich würde sagen, er verdient eine Belohnung. Er musste immerhin gerade seinen Freund töten. Wir haben viele Dinge von hohem Wert in diesem Grab gefunden. Du verdienst einen Anteil. Danke, aber das würde mich nur an dies hier erinnern. Behaltet, was ihr erbeutet habt. Ist ja mal selten, dass ein Zwerg Schätze teilen will, ne? Okay, er will nichts. Ja, von mir aus. Umso besser für uns. Der Weg ist jetzt frei. Die Grabunholde wurden vertrieben und der Weg zurück an die Oberfläche ist frei. Du müsstest es von hier aus allein schaffen. Viel Glück und leb wohl, Louis. Gut, setze den Weg nach Bruchtal fort. Aber erstmal nehmen wir alles mit. Ja, hier liegt Kilaran. Armer Kerl. Er konnte ja nichts dafür, dass er besessen wurde, übernommen wurde. Jetzt schauen wir mal wegen Gegenständen. Ist schon mal schlechter. Und das hier auch. Aber die Rodoa-Stiefel werden wir tragen. Die sind nämlich besser als die davor. Gut. Das heißt, wir kommen jetzt wahrscheinlich nach Bruchtal, aber ich kann erst beim nächsten Save wieder Schluss machen. Ein Geheimnis wäre hier drin gewesen, was wir nicht gefunden haben. Schade. Wie viel Schaden haben wir denn dem Boss zugefügt? Was? Zahl der Stürze? Ah, Andriel ist zweimal gefallen. Genau, das war im letzten Part, glaube ich. Wo haben wir es denn? Ich will sehen, wie viel Schaden wir dem Boss, also jetzt dem Grabunhold-Hauptmann, zugefügt haben. Da, Bossen zugefügten Schaden. 11.741. Andriel 1.840 und er hat 2.936, also bei weitem am meisten. Gut, dann geht's jetzt nach Bruchtal. Wo wir auf Aragorn treffen werden. Und auch die restlichen Gefährten. Zumindest fast alle. Nicht ganz alle, aber fast alle. Aber beim nächsten Save werden wir natürlich Schluss machen, weil wir eh schon wieder überzogen haben. Bruchtal sieht einfach nur geil aus. Da kann man nichts sagen. Ah, Meister Elrond. Erlaubt mir, euch Farin vom Erebor vorzustellen. Einen sehr tapferen Zwerg. In der Tat, es ist eine Ehre, jemand so Mutiges in meinem Haus willkommen zu heißen. Und deine Gefährten ebenfalls. Ich bin dir für deine Taten in Faunos dankbar. Wenn Agandas Streitkräfte sich der Jagd angeschlossen hätten, hätten ich und meine Schützlinge es wohl kaum wohlbehalten hierher geschafft. Wahrscheinlich nicht, nein. Wir wissen ja, dass sie angegriffen wurden vor den Nazgul. Wir wissen ja aus dem Film auch, dass Frodo von Hexenkönig verwundet wurde. Das wissen wir aus dem Film. Das Gespräch muss ich jetzt noch machen. Es gibt ja keinen Safe, es tut mir leid. Zwerge sind hier willkommen? Werde ich als erstes fragen, weil, naja, es ist eine Elben... Es ist keine Stadt, es ist ein Elbenzufluchtsort, ne? Und Elben und Zwerge haben sich ja nicht immer grün, das weiß man ja. Ich gebe zu, ich bin überrascht, dass ein Zwerg in den Hallen eines Herrn der Elben so warm empfangen werden kann.
Zwischen unseren Völkern gab es in der Vergangenheit Konflikte, aber du gehörst zum getreuen Volk der Durenslinie. Mehr als oft sind dein und mein Volk Verbündete und Freunde gewesen. Sehr schön. Was ist nach Bree passiert? Kannst du mir sagen, was dir widerfahren ist, seit wir auseinandergegangen sind, Aragorn? Ich habe den Hobbit, Frodo Beutlin, und seine Gefährten gefunden und sie durch die Wildnis geführt, in der Hoffnung, die Nazgul von unserer Fährte abzubringen. Nichtsdestotrotz haben 5 von ihnen unser Lager auf der Wetterspitze angegriffen und Frodo schwer verletzt. Danach ist der Feind uns fast bis zu den geheimen Pfaden nach Bruchtal gefolgt. Wir hätten Frodo niemals ohne die Hilfe von Elrond und seinen Leuten retten können. Klar. Wir wissen ja offiziell noch nichts von Ring. Mit dem Ring erfahren wir jetzt erst. Wie seid ihr entkommen? Wie konntet ihr ihnen entkommen? Der Fluss in diesem Tal steht unter der Macht von Elrond und er steigt gewaltig an, wenn die Furt unpassierbar gemacht werden soll. Als die schwarzen Reiter versuchten, Frodo über den Fluss zu verfolgen, wurden sie von einer großen Flutwelle hinweggeschwemmt. Die Brünenflut. Das ist ja im Film Arwen. Im Buch ist es eine Mischung aus der Kraft von Elrond und Gandalf. Was ich persönlich logischer finde, weil das ist ein Riesenfluss, ne? Also wurden sie vernichtet. Ha, das war's dann also mit den schwarzen Reitern? Nein, die Ringgeister können nicht so leicht vernichtet werden. Wir können nur hoffen, dass sie abgeworfen wurden und ihre Mäntel verloren haben. Ohne ihre Pferde sind sie aufgeschmissen und gezwungen, so gut es geht, nach Mordor zurückzukehren. Ohne Pferde aufgeschmissen? Ja klar, das wird Minas Tirith bei den geflügelten Schatten auch gesagt haben, ne? Was sind sie? Ich habe noch nie von Kreaturen wie diesen schwarzen Reitern gehört. Was sind sie? Sie waren einst sterbliche Menschen, große Herren, Krieger und Hexenmeister. Sie verfielen Sauron, der sie mit Versprechungen von Wohlstand und Macht verführte und ihnen Ringe der Macht gab. Aber sie wurden getäuscht und wurden alsbald willenlose Sklaven des dunklen Herrschers. Sie hörten auf, als Menschen zu leben und existierten nur noch als Geister. Sie sind Schatten, unsichtbar und unkörperlich, die nur durch ihre Mäntel Form annehmen. Doch ihre Fähigkeit, Angst und Schrecken zu verbreiten und ihre Beherrschung der schwarzen Zauberkunst machen sie zu furchtbaren Widersachern. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum der Feind seine schrecklichen Diener von Mordor aus auf die Jagd nach nur einem Hobbit schicken sollte. Ich denke, es ist an der Zeit, unseren neuen Freunden zu sagen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Tun wir so, als würden wir Gandalf kennen, oder tun wir nicht so? Ach, wir spielen ja so, dass wir immer alle Infos hören, deswegen, wer seid ihr? Und wer seid ihr? Kennst du mich nicht? Ich bin unter vielen Namen in vielen Ländern bekannt. Mithrandir bin ich bei den Elben, Tarkun bei den Zwergen. Olurin war ich in meiner Jugend im Westen, im Süden Ikanus. Doch hier im Norden bin ich meistens bekannt als Gandalf. Ach, natürlich. Ich hätte wissen müssen, dass du auch in diese Sache verwickelt bist. Es ist Gandalf. In der Tat. Klar. Wo auch immer es Ärger und Zwietracht gibt und der Feind sich regt, da wird man Gandalf den Grauen antreffen. Kannst du erklären, was passiert ist, Gandalf? Ich würde gerne erfahren, warum der Feind die Nazgul ins Auenland gesandt hat. Ihr habt eine solche Erklärung mehr als verdient. Sagt mir, was wisst ihr über Isildurs Fluch? Was ist Isildurs Fluch? Wie gesagt, ich spiele immer so, als wäre ich ein No-Name, ein der nichts weiß, weil es ja Zuschauer geben kann, die nicht Bescheid wissen. Davon weiß ich nichts. Was ist Isildurs Fluch? Isildurs Fluch ist der Ring der Macht, vor langer Zeit vom dunklen Herrscher Sauron geschmiedet. Auf diesen Ring übertrug Sauron einen großen Teil seiner Macht, aber er ist viele Jahrhunderte verschollen gewesen. Warum wurde er erschaffen? Ich finde das sehr schade, dass sie die Synchronsprecher nicht genommen haben. Ich werde dann morgen keinen Part machen, weil ich jetzt wieder so dermaßen überziehe. Es geht halt nicht anders. Warum hat Sauron den Ring gemacht? Er war Teil einer gewaltigen Täuschung. Sauron brachte den Elben die Kunst des Schmiedens der Ringe der Macht bei. Aber insgeheim plante er, einen Meisterring zu erschaffen, durch den er die geringeren Ringe der Macht beherrschen konnte und diejenigen, die sie trugen. Warum haben die Elben dem zugestimmt? Vom dunklen Herrscher etwas lernen zu wollen, klingt ziemlich töricht, wenn ihr mich fragt. Wieso sollte euer Volk das je wollen? Zu jener Zeit war Sauron noch in der Lage, jede Form anzunehmen, die er wollte.
Er kam zu den Elben in vertrauenswürdiger Gestalt und nutzte ihren größten Wunsch aus, zu erhalten und zu schützen, was sie in Mittelerde liebten. Wissbegierig lernten sie von ihm und schmiedeten viele Ringe. Die größten davon waren Narja, Ninja und Vilja, die drei Elbenringe. Als Sauron den Meisterring schmiedete, wussten die Elben sofort von seinem Betrug. Der dunkle Herrscher führte Krieg gegen die Elben und riss die niederen Ringe an sich. Diese gab er dann den Zwergen und Menschen, denselben Menschen, die dann zu den Nazgûl wurden. Zu Saurons Ärger erwiesen sich die Zwerge als weniger leicht. Zwerge! Mit Gewalt nahm er drei dieser Zwergenringe wieder an sich. Der Rest wurde von Drachen verschlungen und zerstört. Die Elben wurden sehr stark bedrängt und Saurons Herrschaftsgebiet breitete sich über den größten Teil von Mittelerde aus. Wie wurden sie gerettet? Wissen wir ja, der Isildur hat den Ring abgeschlagen, aber wie vorher gesagt. Was bewahrte die Elben vor der endgültigen Niederlage? Die Ankunft meiner Vorfahren. Die Dúnedain, angeführt von Elendil dem Langen, ein Herr des untergegangenen Númenor, kam nach Mittelerde auf der Suche nach einem neuen Lebensraum. Sie waren Todfeinde von Sauron und getreue Verbündete des Elbenkönigs Gil-galad. Ein Bündnis wurde von Elben und Menschen gegründet und gemeinsam drängten sie Saurons Heere zurück. Am Ende dann stürzten Gil-galad und Elendil Sauron auf Kosten ihres eigenen Lebens. Ich finde es außerdem sehr feelingreich, wenn man so nochmal die Story erfährt. Was geschah mit dem Ring? Was passierte nach Saurons Niederlage mit dem Ring? Er wurde von Isildur, Elendils Erben, in Besitz genommen. Er hatte dem dunklen Herrscher mit dem Griffteil seines in der Schlacht zerbrochenen väterlichen Schwerts Nazil den Ring von der Hand geschnitten. Ich riet ihm vergebens, den Ring ins Feuer des nahen Schicksalsbergs zu werfen, aber er wollte nicht auf mich hören. Ja, er hätte es nur gemacht. Aber das war vor langer Zeit. Tatsächlich, aber ist der Krieg des letzten Bündnisses nicht schon ein ganzes Zeitalter her? So war es in der Tat, aber meine Erinnerung erstreckt sich sogar zurück zu den ältesten Tagen. Im Krieg des letzten Bündnisses diente ich Gil-galad und wurde Augenzeuge, wie Sauron gestürzt wurde und Isildur den Ring an sich nahm. Ja, damals war ja Elrond quasi ein Bannerträger des Heers oder Herold. Warum hat er ihn nicht gehört? Wissen wir auch, aber... Ne? Wie gesagt, ich wiederhole mich nicht hier dauernd. Warum wollte Isildur ihn nicht zerstören? Der Ring war doch vom Feind geschaffen. Er hätte wissen müssen, dass er nur Ärger bringt. Der Ring hat Macht über den Geist eines jeden, der mit ihm in Kontakt kommt. Und erfüllt jeden mit dem Drang, ihn für sich zu beanspruchen. Außer die Hobbits. Diese Versuchung ist umso größer bei jenen, die bereits über eine gewisse Macht verfügen. Isildur war ein mächtiger Herrscher. Und die Verlockung des Ringes so groß, dass er nicht widerstehen konnte. Er weigerte sich, den Ring zu zerstören, in der Hoffnung, dass er seine Macht zum Wohle Mittelerdes nutzen könne. Doch er ist ein Werk des Feindes und letztendlich verleitet er jeden, der ihn besitzt. War Isildur dem Ring verfallen? Also war Isildur der Macht des Ringes verfallen. Das wäre er, doch er wurde bei einem Hinterhalt getötet, als er nur mit wenigen Gefolgsleuten unterwegs war. Hier war die heimtückische Macht des Rings am Werk. Ja, der Ring führte ihn in den Tod und ging verloren und geriet für viele lange Jahre in Vergessenheit. Aber er existiert noch immer. Und ich würde wetten, er ist wieder aufgetaucht. Ganz recht. Nachdem er über Jahrhunderte verloren und beinahe vergessen war, wurde Saurons Ring jetzt wiedergefunden. Willst du damit sagen, dass der Hobbit den Aragorn gerettet hat, in den Besitz des Rings des dunklen Herrschers gekommen ist? Ganz genau. Das erklärt die schwarzen Reiter. Jawohl, das würde diese verfluchten schwarzen Reiter erklären. Aber was wird nun aus dem Ring? Es gibt keinen sicheren Verwahrungsort für den Ring, nicht einmal hier in Imladris. Er stellt eine Gefahr für alle in seiner Nähe dar. Uns bleibt keine Wahl. Der Ring muss zerstört werden. Um das zu tun, muss der Ring in dieselben Flammen geworfen werden, aus denen er entstand. In das Feuer des Schicksalsbergs. Im Lande Mordor. Der Hobbit Frodo Beutlin hat sich bereit erklärt, ihn dorthin zu bringen. Du gedenkst sicher nicht, ihn dort alleine hinzuschicken. Nein, sicher nicht. Eine Gruppe von 9 Gefährten wird mit ihm gehen. 9 Läufer, um Saurons 9 schwarzen Reitern entgegenzutreten.
Unter diesen Gefährten werden Repräsentanten aller freien Völker dieser Welt sein. Elben, Zwerge und Menschen. Aragorn und ich werden ebenfalls mitgehen. Man sieht schon, als man in Bruchtal ankommt, gab es den Rat von Elrond bereits und die Gemeinschaft existiert bereits. Und ehrlich gesagt, ich würde gerne mit denen gehen. Wir möchten ebenfalls mitgehen. Es wird nicht gehen, aber ich werde es trotzdem sagen. Wir haben schon gezeigt, dass wir kämpfen können. Nehmt auch uns als Gefährten mit. Die Gemeinschaft des Rings muss auf Schnelligkeit und Geheimhaltung bauen, nicht auf Waffenstärke. Ihre Anzahl muss gering sein. Selbst wenn wir 1000 solcher Krieger auf die Reise schicken, würde es höchstens den Zorn des dunklen Herrschers wecken. Wir stehen zu deiner Verfügung. Was hast du für uns zu tun? Die Nazgul und Agandar sind ernste Bedrohungen. Wir müssen so viel wie möglich über ihre Vorhaben in Erfahrung bringen, bevor die Gemeinschaft aufbricht. Kundschafter werden in alle Himmelsrichtungen ausgeschickt, um die Gegend um Bruchtal abzusuchen. Deine Hilfe dabei würde unserer Sache einen großen Dienst erweisen.